Ihr feiert Akaza aus Demon Slayer mindestens genauso wie ich? Dann bleibt dran, denn heute gibt's eine komplette Geschichte. Falls ihr solche Videos feiert, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über Musan gibt's schon so ein Video, checkt das im Anschluss gerne mal ab und schreibt mir jetzt in die Kommentare, über wen der nächste Part kommen soll. Yo Bros, Milio ist wieder am Start. Ich werde in diesem Video alles über Akaza erzählen. Dazu muss ich mich natürlich an den Manga bedienen und somit wird es natürlich Spoiler geben. Wer trotzdem weiterguckt, ist ein absoluter Ehrenmann. Besorgt euch schon mal Popcorn und Taschentücher. Die Taschentücher sind wirklich nur für die Tränen gedacht. Also, los geht's. Das Leben als Mensch. Hakuji wurde in den Slums als Sohn eines kränklichen Vaters geboren und aufgezogen, den er sehr liebte. Um Medikamente zu bezahlen, stahl Hakuji bei Leuten der Stadt, wurde aber dreimal erwischt. Der Richter schlug ihn und markierte ihn mit Tätowierung, drohte ihm, die Arme abzuschneiden, wenn er das nächste Mal erwischt werden würde, und nannte ihn zudem ein Dämonenkind. Okay, der Richter wusste einfach Bescheid, cooler Boy. Hakuji interessierte das aber nicht und sagte: Mach doch, schneid mir die Hände ab, ich habe ja noch meine Füße und klaue dann halt mit denen. Nächstes Mal wirst du mich nicht kriegen. Als Hakuji nach seiner dritten Prügelstrafe nach Hause zurückkehrte, teilte ihm ein Dorfbewohner mit, dass sein Vater, nachdem er von seiner Verhaftung gehört hatte, sich erhängte. In dem Brief, den er hinterließ, erklärte er, dass er wollte, dass Hakuji ein erfülltes Leben führt und er selbst keine Medikamente nehmen wollte, wenn sie auf unehrliche Weise verdient wurden. Es tut mir leid, dass ich so eine Last war, waren dessen letzten Worte im Brief. Mit seinen kriminellen Tattoos und keinem Zuhause, in das er zurückkehren konnte, wurde Hakuji schließlich aus Edo verbannt. Am Boden zerstört durch den Verlust seines Vaters und wütend auf die Gesellschaft, in der sie lebten, in der er sich die Medikamente seines Vaters nicht leisten konnte, fing er Streit mit Menschen an und verprügelte sie. Wieso müssen wir wie die letzten Menschen leben? Wieso musste mein Vater sterben, fragte er sich. Er sah seinen kranken Vater nie als eine Last und hätte noch mehr für ihn tun wollen. Egal wie viele Strafen oder Schläge er noch bekommen hätte, sein Vater hat doch rein gar nichts falsch gemacht. Hauptsache, sein Vater wäre einfach nur noch da. Warum hast du dich erhängt? Ich würde für dich sterben, Vater. Eines Tages, nachdem er in einem Dorf fast 7 erwachsene Männer getötet hatte, wurde er von Keizo, dem Besitzer eines örtlichen Dojos, angesprochen. Genervt von der fröhlichen Art des Mannes forderte Hakuji ihn zu einem Kampf heraus, wurde aber mit Leichtigkeit besiegt. Keizo nahm ihn dann auf, damit er sich um Koyuki, Keizos kränkliche Tochter, kümmern konnte. Ihre Mutter ertränkte sich aufgrund von Stress und Keizo musste Handwerkerjobs annehmen, um sie über Wasser zu halten. Also wurde Hakuji damit beauftragt, sich um sie zu kümmern. Bereits daran gewöhnt, sich um seinen Vater zu kümmern, hatte er wenig Probleme, obwohl er es unangenehm fand, wenn sie scheinbar willkürlich in Tränen ausbrach. Hakuji fragte sich, und Leute, da bekomme sogar ich Gänsehaut, warum entschuldigen sich kranke Menschen immer? Es tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwende. Es tut mir leid, dass ich so viel störend huste. Es tut mir leid, dass ich nicht alles geben kann. Er denkt sich, sie würden die Sachen bestimmt sogar selber erledigen, wenn sie könnten. Ihr Husten hört einfach nicht auf. Wenigstens normal atmen würden sie gerne. Und sie sind es doch, die am meisten leiden. Und dann entschuldigt sie sich bei Hakuji und sagt: Tut mir leid für alles, es ist meine Schuld, dass du nicht trainieren gehen oder einfach draußen spielen kannst. Dann sagt sie: Heute Nacht gibt's ein Feuerwerk, geh ruhig hin. Er antwortet dann: Vielleicht geht deine Benommenheit weg, dann trage ich dich zur Brücke und wir schauen uns das an. Auch wenn wir heute nicht gehen können, gehen wir halt nächstes Jahr. Und ohne dass er es wusste, hatte er sie indirekt motiviert mit diesem einen Satz, dass es ein nächstes Jahr geben wird. Sie hat halt nicht daran geglaubt, dass es noch ein nächstes Jahr geben wird. Eines Tages entdeckte er, dass Koyuki von dem Erben des nahegelegenen Kenjutsu-Dojo, der Keizos Land für sich beanspruchte, nach draußen gezwungen und dort zurückgelassen worden war. Und weiter hinderten sie ihn daran, irgendwelche weitere Schüler zu bekommen. Wütend kämpften Keizo und Hakuji gegen das Dojo und nachdem sie 9 Menschen besiegt hatten, ließ Hakuji sie versprechen, sich nie wieder mit dem Soryu-Dojo oder Koyuki einzulassen. Der Erbe des rivalisierenden Dojo wurde wütend und schwang ein Schwert nach Hakuji, nur damit er seine Glockenspaltertechnik anwendete und die Seite der Klinge schlug und sie zerbrach. Die anderen Mitglieder des Dojo waren von der Schönheit dieser Technik so bewegt, dass sie ihre Niederlage akzeptierten und sich für die Unhöflichkeiten des Erben entschuldigten und das Soryu-Dojo in Frieden ließen.
Zwei Jahre später verbesserte sich Koyukis Gesundheit so weit, dass sie stehen und Hausarbeiten erledigen konnte. Hakuji setzte seine Ausbildung als Keizo-Schüler des Soryu-Stils fort und das Dojo begann zu wachsen. Eines Tages bot Keizo an, Hakuji das Dojo übernehmen zu lassen und Koyuki als seine Braut zu nehmen, zu Hakujis Überraschung und Verlegenheit. Er stimmte zu und schwor sich im Stillen, sie beide zu beschützen, sogar auf Kosten seines eigenen Lebens. Auf einem Festival erzählte Koyuki ihm von ihrer Vergangenheit und fragte, ob er mit dem Vorschlag wirklich einverstanden sei, woraufhin er seine Gelübde bekräftigte und versprach, sie für den Rest seines Lebens zu beschützen. Der Erbe des rivalisierenden Dojo hörte von Hakujis Ehe mit Koyuki, also versammelte er einige verärgerte Schüler und kämpfte gegen Hakuji. Aber sie verloren. Tragischerweise war dieser Sieg nur von kurzer Dauer. Hakuji besuchte das Grab seines Vaters, um ihn über seine Hochzeit zu informieren, merkte aber sehr schnell, dass bei seiner Rückkehr etwas nicht stimmte. Ein Schüler des Dojo informierte ihn, dass das konkurrierende Dojo den Brunnen vergiftet hatte, aus dem Koyuki und Keizo Wasser tranken. Die beiden starben kurz nachdem sie dieses Wasser getrunken hatten, während Hakuji weg war. Wütend tötete Hakuji alle 67 Mitglieder des rivalisierenden Dojos mit bloßen Händen und pulverisierte sie bis zu dem Punkt, an dem ihre Leichen nicht mehr erkennbar waren. Dieses Ereignis war so brutal, dass es 30 Jahre lang als Märchen galt, bis diese Geschichte aus der Historie verbannt wurde. Dieser Vorfall erregte Musans Aufmerksamkeit und obwohl er mit einem Schmunzeln erklärte, dass er enttäuscht war, dass es eher ein Mensch als ein Dämon gewesen war, der solch eine grausame Tat begangen hatte, beschloss er, Hakuji zu einem der 12 Dämonenmonde zu machen. Hakuji, der nichts mehr zu beschützen hat und seinen Lebenswillen verlor, akzeptierte und wird zum Dämon Akaza. Das Leben als Dämon Akaza. Nach der Verwandlung verlor er seine Erinnerung an die Zeit, als er noch ein Mensch war. Mit nur einem einzigen Wunsch, stärker zu werden, obwohl er den Grund nicht mehr wusste, warum er stark werden wollte. Trotzdem weigerte er sich, wie Doma feststellte, jemals Frauen zu essen oder ihnen Schaden zuzufügen. Aufgrund seiner Stärke, Loyalität und seines Willens, stärker zu werden, wurde er zu einem von Musans Favoriten. Dieser entsandte ihn halt nur wirklich für spezielle Missionen, wie zum Beispiel die Suche nach der blauen Spinnenlilie. Während seiner Zeit als Dämon merkte Akaza an, dass er während seiner hunderten von Lebensjahren mehrere Hashira der Demon Slayer Corps getroffen und bekämpft hatte. Während dieser Treffen hatte Akaza jeden einzelnen von ihnen eingeladen, ein Dämon zu werden. Da Akaza die natürliche Stärke, das Genie und die Fähigkeiten der Hashira mochte und für immer gegen sie kämpfen wollte. Akaza wurde jedoch von jedem einzelnen von ihnen abgelehnt, weil sie Menschen bleiben wollten, was ihn sehr verwirrte, da er ihren Wunsch als Mensch zu leben nicht verstehen konnte. Obwohl nicht genau darauf eingegangen wurde, hat Akaza angegeben, dass keiner der Hashira, gegen die er kämpfte, die Flammenatmung benutzte, was zeigt, dass sein Kampf mit Kyojuro das erste Mal war, dass er einem Flammenhashira begegnete. 50 Jahre vor seinem Kampf und Tod gegen Tanjiro und Gyo im Schloss der Unendlichkeit war Akaza auf einem mächtigen Wasserhashira mit bemerkenswerten Fähigkeiten und Kräften im Umgang mit dem Atemstil gestoßen. Dazu merkte er weiter an, dass die letzte Wassersäule, die er getötet hat, diese von Gyo im Kampf genutzte Technik nicht verwendet hat. Diese wurde nämlich von Gyo selbst entwickelt. Zu diesem Arc kommen wir gleich aber noch. Vorerst kommt der Mugen Train Arc. Das, was im Anime passiert ist, versuche ich so kurz wie möglich zu machen. Akaza erscheint kurz nachdem Tanjiro, Kyojuro, Inosuke, Zenitsu und Nezuko Enmu besiegt und die Passagiere gerettet haben. Als er einen niedergeschlagenen Tanjiro bemerkt, eilt er sofort nach vorne, um ihn zu töten, als dann Kyojiro den Angriff stoppt und seinen Arm in zwei Hälften schneidet. Den erbitterten Kampf der beiden haben wir alle mit Spannung verfolgt, wobei am Ende Kyojiro tödlich verwundet wurde. Akaza bemerkte den nahenden Sonnenaufgang und wollte sich aus dem Staub machen. Doch Kyojiros Kraft war so stark, dass er sich nicht aus dessen Griff befreien konnte. Akaza musste daraufhin seine eigenen Arme abtrennen, um zu entkommen, und floh in den Wald. Tanjiro warf ein Schwert nach ihm, wobei er dabei seine Brust durchbohrt. Akaza hört Tanjiro Schreie, der ihn einen Feigling nennt. Das erzürnt Akaza, weil er an Tanjiros Intelligenz zweifelt. Ich fliehe vor der Sonne, nicht vor euch, waren seine Gedanken. Akaza entkommt und Kyojiro stirbt. Entertainment District Arc. Akaza erscheint vor Musan und berichtet ihm, dass er die blauen Spinnenlilien nicht finden konnte. Stattdessen hat er einen der Hashira besiegt. Musan erwidert, es sei nur ein Hashira gewesen und fragt ihn, wieso er so unfähig war, die anderen zu töten.
Wütend über sein Versagen übernimmt Muzan die Kontrolle über Akazas Zellen und lässt ihn stark bluten. Aber vorher gibt es noch einen kleinen Luftstoß, weil es echt heiß war an dem Tag. Spaß beiseite. Der Dämonenkönig verspottet ihn, weil er es stolz handelte, wobei aber drei andere Demonslayer noch am Leben waren und er sie auch hätte töten können. Dann beendet er seine Tirade mit der Behauptung, wie tief Upper Moon 3 einfach gefallen wäre. Als er von Muzan wegen seines Versagens entlassen wird, bemerkt er Tanjiros Klinge in der Nähe. Als er sich daran erinnert, wie er ihn einen Feigling nannte, zerschmettert er es wütend und erklärt, dass er sein Gehirn ausschütten würde, wenn sie sich das nächste Mal treffen. Okay, Bro? Also ich kenne wirklich kranke Aussagen wie, ich werde in deinem Blut baden, wenn ich mit dir fertig bin, aber ich werde dein Gehirn ausschütten, als wäre das so ein billiger Eistee. Naja, einige Zeit später wird Akaza plötzlich von Nakime zu Infinity Castle transportiert. Er wird von Gyoko und Hantengo begrüßt, ist aber nicht daran interessiert, mit ihnen zu sprechen. Er fragt Nakime nach Muzans Aufenthaltsort und wo Upper Moon 1 ist, als er von Doma fröhlich begrüßt wird. Verärgert über seine Versuche, sich mit ihm zu unterhalten, bittet er Doma gereizt, seinen Arm von ihm zu nehmen und zerschmettert ihm dann heftig den Kiefer, als er es eben nicht tut. Ein unbeeindruckter Doma versucht weiter zu reden und glaubt, dass der Angriff einfach ein Zeichen ihrer Freundschaft ist. Nakime beantwortet seine Frage und erklärt, dass Upper Moon 1 als erster ankam, welcher dann Muzans Erscheinen ankündigt. Muzan drückt seine Enttäuschung über Gyutaro aus und wundert sich, warum die Upper Moons immer noch da sind und keinen richtigen Zweck mehr haben, was sie alle schockiert. Akaza selbst antwortet nicht einmal, da er sein kürzliches Versagen kennt. Gyoko erklärt plötzlich, dass er neue Informationen für ihren Anführer hat. Daraufhin schickt er Gyoko und Hantengo auf eine Mission. Doma mischt sich dann ein und fragt, ob er auch an dieser Mission teilnehmen kann. Was dazu führt, dass Akaza wütend den Kopf des übergeordneten Dämons zerstört, weil er genervt ist und sagt, hat dir Muzan irgendwelche Befehle gegeben? Verschwinde. Plötzlich fällt seine Hand ab und Kokoshibo erscheint vor ihm und ermahnt ihn, weil er die Hierarchie gestört hat. Er sagt, wenn du dich wirklich so gestört fühlst, dann geh einen Blutkampf ein und gewinne, dann kannst du den Platz mit ihm tauschen. Ein regenerierter Doma versucht Upper Moon 1 zu beruhigen. Ein schweigsamer Akaza hört Domas Aussage, dass ein solcher Kampf erfolglos wäre, da Doma weitaus mächtiger ist als er, obwohl er nach Akaza verwandelt wurde. Doma versucht weiterhin Akaza zu verteidigen, aber Kokoshibo fragt ihn direkt, ob er verstanden hat, was er erklärt hat. Akaza stimmt zu, droht aber, ihn ebenfalls zu töten. Kokoshibo geht dann und sagt, viel Glück dabei. Als Kokoshibo verschwindet, eilt Akaza aus dem Schloss der Unendlichkeit und ignoriert Domas Versuche einer weiteren Unterhaltung. Infinity Castle Arc. Tanjiro und Gyo rennen das Schloss und versuchen Muzan und Tamayo zu finden. Sie haben gerade vom Tod von Shinobu Kocho durch den Upper Rank 2 Doma gehört. Plötzlich ein Beben, das beide Demonslayer erschüttert. Tanjiro erkennt einen vertrauten Geruch und das Dach über ihn bricht zusammen und enthüllt den Upper Moon 3, Akaza. Akaza ist überrascht, dass sein Schwächling wie Tanjiro noch am Leben ist. Der Kampf zwischen den dreien beginnt und das ist endlich ein Weg für Tanjiro, den Tod der Flammensäule Kyojiro Rengoku zu rächen. Einen Mann, den Tanjiro von ganzem Herzen bewundert. Ich werde jetzt nur auf die wichtigsten Punkte im Kampf eingehen, die wichtig für Akazas Story sind. Der Kampf läuft erbittert. Akaza dominiert die beiden Demonslayer. Er lobt Tanjiros Fortschritt und behauptet, dass Kyojiro einen erstaunlichen Job gemacht hat und dass er froh ist, dass er an diesem Tag gestorben ist. Er wäre nämlich angeblich nicht mehr imstande gewesen, noch stärker zu werden und hatte eine dumme Weltanschauung, sich nicht in einen Dämon verwandeln zu lassen. Dies macht Tanjiro wütend und veranlasst Akaza, seine Philosophie darzulegen, wie er die Schwachen hasst und sich wünscht, sie wären alle eliminiert worden. Er ekelt sich regelrecht vor schwachen Personen und würde nur Schwächlingen ins Gesicht spucken. Tanjiro kontert das mit einem miesen Spruch und sagt, alles was du sagst ist falsch. Und der Fakt, dass du hier stehst, ist der Beweis. Neugeborene Babys sind nämlich schwächer als alle anderen. Sie brauchen jemanden, um zu leben bzw. zu überleben. Du bist auch so, Akaza. Du erinnerst dich vielleicht nicht, aber als du ein Baby warst, hat auch dich jemand beschützt und geholfen. Deswegen lebst du heute. Er fährt fort, indem er erklärt, dass die Starken den Schwachen helfen und sie beschützen sollten und dass er Akaza nicht weitermachen lassen würde, was er wollte. Tanjiros Worte erschütterten Akaza, als er sich rastlos fühlt und Erinnerungen von Keizo auftauchen, der ihm dieselben Worte sagt und dabei seine Hand auf die Schulter legt. Akaza will die Hand wegschlagen und erkennt, dass es nur eine Halluzination war. Wütend behauptet er, Tanjiro sei unangenehm und benutzt seine Destructive Death Moves,
und wird viel schneller, als Tanjiro versucht auszuweichen. Der Dämon überrascht Tanjiro und trifft ihn mit seinem Destructive Death Leg Move, was ihn dazu bringt, mehr Blut zu spucken. Er vergleicht Akazas Präzision mit der eines magnetischen Kompasses und beginnt nachzudenken und zu schlussfolgern, indem er die Bewegungen und Worte des Dämons analysiert. Tanjiro schafft es, Akaza einen Cut am Hals zu verpassen, als er eine Technik der Sonnenatmung nutzt. Akaza überpowert Tanjiro aber schnell wieder, bis dann ein erzürnter Gio zurückkommt und Tanjiro rettet. Gios Mal ist erwacht und Akaza bemerkt, dass er schneller und stärker geworden ist. Tanjiro bemerkt aber auch, dass Akaza mit Gios Geschwindigkeit mithalten kann und wundert sich, wie Akazas Angriffe so genau sein können. Plötzlich erinnert er sich an die Worte von Akaza und Inosuke, letzterer erklärt halt, wie er Tötungsabsichten spüren kann und wie er Menschen hinter sich nicht erkennen kann, wenn sie keine Tötungsabsicht haben. Nach weiteren Kampfgeschehnissen, worin Akaza voll dominiert, schafft es Tanjiro, seine Tötungsabsicht auszuschalten, somit kann ihn Akaza nicht mehr spüren, während er einfach nur hinter ihm steht. Akaza redet währenddessen mit Gio und will, dass auch der ein Dämon wird. Gio ist überrascht, dass Akaza Tanjiro nicht bemerkt und hofft, dass er ihm gleich den Kopf abtrennt. Doch Tanjiro gibt seine Situation preis, indem er schreit, Akaza, ich werde dir den Kopf abschneiden. Akaza ist geschockt, wie kann er noch am Leben sein? Je stärker sein Kampfgeist, desto stärker meine Kompassfähigkeit. Was ist diese komische Präsenz, als ob er ein ganz anderes Wesen geworden ist? Dieser Typ ist komisch. Diese Gedanken gehen durch Akazas Kopf, während er im nächsten Augenblick durch einen Schnitt von Tanjiro seinen Kopf verliert. Akaza denkt sich, in all den Jahrhunderten habe ich noch nie einen Menschen ohne Kampfgeist getroffen. Sogar Babys versprühen einen Hauch von Kampfgeist und dann ist da der Typ, der diesen Kampfgeist einfach löschen konnte. Als ob ich gegen eine Pflanze kämpfen würde, die hätte nie dort stehen sollen. Er erkennt an, dass Tanjiro ihn in puncto Schnelligkeit übertroffen hat. Er erkennt in Tanjiros Augen keinen Hass, keine Mordlust oder keine Vorliebe zum Kämpfen. Er erkennt in seinen Augen das Supreme Territory, die er immer gewollt hatte. Was Akaza aber nicht wusste ist, dass diese Fähigkeit, die er ein Leben lang wollte, nichts anderes war als die transparente Welt der Demon Slayer. Und dann geschieht das Undenkbare. Akazas Wille ist nicht gebrochen. Er packt seinen Kopf und setzt sich diesen wieder auf den Hals. Doch Gio wirft sein zerbrochenes Schwert nach ihm und stößt den Kopf wieder vom Hals. Doch Akaza kämpft sogar ohne Kopf weiter, bis dann irgendwann Erinnerungen von Keizo und Koyuki hochkommen. Koyuki sagt unter Tränen zu Akaza, während sie seine Hand hält, Hakuji, hör endlich auf. Er denkt sich, lass los, wer bist du? Sie antwortet, hör einfach auf. Lass uns zur anderen Seite gehen. Er antwortet, ich kann nicht, ich muss diese Leute töten. Aber warum? Fragt sie. Ich muss stärker werden, ich werde jeden umbringen, der sich mir in den Weg stellt. Aber warum denn? Warum willst du stärker werden? Weil, wenn nicht, dann kann ich es nicht mitbringen. Die Medizin für Papa. Wenn ich nicht stärker werde, kann ich nicht weglaufen mit der Brieftasche, die ich gestohlen habe. Wenn ich nicht stärker werde, kann ich die Leute nicht schlagen, die für Rache zurückkommen. Wenn ich nicht stärker werde, komme ich vor den Richter und werde wieder bestraft. Dann beginnt Akazas Flashback und die Story vom Anfang des Videos geht durch seinen Kopf, wo sein Vater sich erhängt und er Keizo und seine Tochter kennenlernt und so weiter. Doch jetzt geht es weiter. Tanjiro wacht auf, da er ohnmächtig geworden ist und greift Akaza an, der dabei ist, seinen Kopf zu regenerieren. Bei seinem Angriff rutscht ihm jedoch sein Schwert aus der Hand und so verpasst er ihm dann doch eine Faust mitten ins Gesicht. Diese Faust erinnert ihn an Keizo, der ihn bei ihrem ersten Treffen eine liebevolle Faust verpasst hatte. Ich hasse schwache Leute, sie kämpfen nie von Angesicht zu Angesicht und vergiften lieber das Wasser im Brunnen. Wie hinterhältig, denkt sich Akaza. Er hat nur schlechte Gedanken bezüglich der Schwachen. Doch dann switchen seine Gedanken in Bedauern. Ich habe den Kampfstil meines Meisters beschmutzt, ich konnte nicht die letzten Worte meines Vaters respektieren. Ach richtig, ich weiß jetzt, wen ich die ganze Zeit töten wollte. Tanjiro ist besorgt um Gio, der in der Reichweite von Akaza steht, da Akaza zu seinem finalen Angriff ausholt. Doch Tanjiro sieht, wie Akaza ihn ein letztes Lächeln rüberwirft und sich dann mit der Technik selbst tötet. Tanjiro bemerkt dabei den Geruch von Dankbarkeit. Akaza gibt seine Niederlage zu und erklärt, dass Tanjiros Technik großartig war und dass er wie ein Mann zur Hölle fahren wird. Hakuji trifft auf der anderen Seite dann wieder auf seinen Vater, Keizo und Koyuki. Er fragt seinen Vater, ob er noch Schmerzen hat und alles gut ist. Dieser antwortet, dass alles in Ordnung sei. Hakuji entschuldigt sich bei ihm für alles. Sein Vater wird dann zu Keizo, der weiterspricht und sagt, egal was aus dir geworden ist ein Sohn und ein Schüler ein Schüler. Wir werden dich nie im Stich lassen, auch wenn du stirbst.
Doch leider können wir dich nicht mit in den Himmel nehmen. Und dann taucht plötzlich Muzan auf, der Akaza an den Haaren zieht und sagt, wolltest du nicht stärker werden? War's das etwa hier? Akaza wird wieder komplett benommen und wieder wie vorher. Er regeneriert sich wieder und will stärker werden. Ich muss mein Versprechen halten, sonst... Und dann fassen ihn zwei Hände ans Gesicht und bedanken sich bei ihm. Du hast genug getan. Das sind Koyukis Worte. Es ist okay, sagt sie, während auf der dunklen Seite nur Muzan zu sehen ist, wie er Akaza sagt. Akaza bricht in Tränen aus, verwandelt sich zurück und umarmt seine Geliebte. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir leid, dass ich nicht bei dir war, als du mich gebraucht hast. Ich konnte kein einziges Versprechen halten. Bitte vergib mir. Man merkt so sehr, wie Akaza bzw. Hakuji gelitten hat. Koyuki erwidert einfach nur mit Tränen und einem Lächeln, ich bin froh, dass du dich wieder an uns alle erinnern kannst. Und ich bin auch froh, dass du jetzt wieder der alte Hakuji bist. Willkommen zurück, mein Ehemann. Akazas Regeneration stoppt plötzlich und er zerfällt zu Staub. Ich bin wieder zu Hause. Vater, Meister, Koyuki. Ich bin zu Hause. Man erkennt, wie Hakuji sich fest an Koyuki klammert, während ihn das Höllenfeuer holt. Sie brennt mit ihm, nur um bei ihm sein zu können, während man davor die Silhouetten seines Vaters und die seines Meisters erkennt. Das war die Geschichte vom Dämon Akaza und des Menschen Hakuji. Also ich sag euch ehrlich, Freunde, das war eine wundervolle Geschichte und ich bin mega gespannt auf die Animation und Musik dazu, die uns emotional so zerstören wird. Viel besser als die Geschichte von Muzan. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, welchen Charakter ich als nächstes nehmen soll. Ich bin raus, ich melde mich. Tanji Kurama, bald auch Hokage, echt jetzt, Million, das ist der Name, weil Itachi, die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf Tsunade auf, meisterte alle sechs Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch, Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.